We're told that we all need romantic love in our lives. Not true. We need to let women's creativity flourish. The only way we will ever be free is if we tell the truth about our lives. Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 Film der Woche. Heute ist es Erika Jong Breaking the Wall von Kaspar Kasic. Erika Jongs erstes Buch Angst vorm Fliegen war sicher eines der sensationellsten Debüts der gesamten Literaturgeschichte. Das Buch verkaufte sich weltweit millionenfach. Es wurde in über 30 Sprachen übersetzt. Auch ich habe es gelesen. 1973 ist es da erschienen, ist in der DDR offiziell nie herausgekommen, aber ich habe es dann so gelesen und war sprachlos und absolut überwältigt von dieser Direktheit, dieser Tabulosigkeit, auch der expliziten Darstellung von Sexualität. Das ist ja die Geschichte der sexuellen Selbstermächtigung einer Frau. Vor allem aber ist es eine starke Emanzipationsgeschichte. Der Regisseur, aus der Schweiz stammend, Kaspar Kasic, nahm aber gar nicht dieses Buch als Ausgangspunkt für seinen Dokumentarfilm, sondern ein Spätwerk von Erika Jong, Angst vorm Sterben, und auch darum geht es in diesem sehr persönlichen Dokumentarfilm. Kaspar Kasic hält sich als Regisseur sehr zurück, er bietet vor allem dieser Frau eine Bühne und die nutzt Erika Jong mit ihrem unverwechselbaren Humor zu hemmungsloser und sehr unterhaltsamer Selbstdarstellung. Sie spricht unverblümt über das Altern, über Sex, über das Schreiben und sie spricht vor allem darüber, was dieses Buch damals bewegt hat und wie es ihr Leben verändert hat. Wir sehen auch die Banalitäten des Alltags, auch da beobachtet der Regisseur sehr genau. Vor allem aber verstehen wir die Bedeutung dieser feministischen Literaturikone, die ihr Vermögen auch dazu nutzt, um heute junge Autorinnen zu unterstützen. Ein schönes Porträt von Erika Jong, Breaking the Wall, unser Radio 1 Film der Woche.